Gut, jetzt haben wir gespeichert und als nächstes gehen wir jetzt hier den Schlüssel einsetzen. Im Haus des Geigers. Genau. So. Schlüssel des Geigenbauers. Da gehen wir jetzt rein. Happy Birthday! Oh, am 27.09. oder wann? 21.? 27.09.17. Aha. So, gucken wir mal, was wir hier für einen geilen Schatz finden. Aha, okay. Aber so, das schreit doch auch schon wieder nach einem Code, oder? Eigentlich. 27.09.17? Stimmt. Oh, wow, ein paar schöne Werkzeuge. Was sehen wir da? Kugelhammer sehen wir da. Was haben wir denn da? Oh, schön. Engländer haben wir da, ein paar Schraubenzieher. Wunderbar. Alles dabei. Ach. Ha. Ha, du, als hätte ich's, du. Du. Na, was war das? 27.09.17. Jo, denken wir mal ein. 27.0. Nein, falsche Richtung. 9. 17. Tada! Oh. Stahlhilfswerkzeug. Und was ist das? Erweitertes Magazin fürs F2? Für die Snipper! Ist das die F2? Ja, hier. Da. F2 Rifle. Ja, geil. Hammer. Können wir doch mal hier gleich mal das Teil ausrüsten. Damit haben wir, glaube ich, das Ding hier full equipped. Cool. Schön. Schön. 16 Schuss. Das hat auch was gebracht. Und sag mal hier, der Adler, den wir jetzt da gefunden haben gerade. ist der, kombinieren wir mit irgendwas oder ist so ein Standalone-Ding? Nee, ist ein Standalone-Ding. Sehr wertvoll. Okay, alles klar. Ja. So, was haben wir denn hier wieder? Ich werde Ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Okay. Das war bestimmt der Hinweis wegen dem Code. Ja, und eigentlich normalerweise, ja, wenn es ein richtiges Resident Evil ist, müsste nachher irgendwo noch eine Selbstzerstörung eigentlich initialisiert werden. Ich glaube, wenn ich mich nicht wirklich stark täusche, ist das wirklich in jedem Resident Evil Teil gewesen, dass zum Schluss nochmal einfach eine Selbstzerstörung irgendwie von irgendeiner Anlage aktiviert wurde. Ich bin gespannt, wie es hier sein wird, Benny. Vielleicht wird das Dorf explodieren. Wir haben noch eine Sache, haben wir hier anscheinend noch nicht gefunden. Haben wir nicht gefunden. Oh, ja, weil hier sagt er, it is red. Ah, ich verstehe. Vielleicht noch irgendwo so ein Kristallbruchstück. Ja, ich überlege gerade, sag mal, ist jetzt gerade das kleine Mädchen bei dir zu hören oder ist das hier im Spiel? Da. Was für ein kleines Mädchen? Ich höre keins. Hier war gerade ein Kind zu hören. Das ist nicht im Spiel. Jo, jetzt haben wir hier das Haus soweit durch. Warte mal, oder? Ja, durch. Ja, wir hätten ja auch das Gefäß noch zum Einsetzen, ne? Irgendwie auf dem stimmt. Im Zeremonienplatz. Na, dann gehen wir jetzt erstmal Richtung Zeremonienplatz. Ja, das ist der Weg. So, aber komm, lass uns das Glas einfügen hier. Glas Nummer 2. Wo ist es denn? Flakon, Beine. Ah, da. Und eine weitere Verankerung löst sich. Krass. What? Oh. What that? Es knackt. Okay. Knack, Alter. So, okay, können wir denn noch irgendwelche Rezepte jetzt beim Duke einlösen? Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. A Duke's Feinkost. Das eine. Saftige Geflügel. Hier könnten wir zum Beispiel. Ah, da fehlt uns noch ein Wild, fehlt uns noch. Schade. Aber komm, lass uns erstmal abgeben. Ah, danke. Danke. Kohlroulade mit Fisch, eine Selte. schön. Ganz toll. Klasse. So, was ist der Plan? Okay, na, ich würde sagen, wir haben... auf die nächsten Zutaten. Das denke ich mir schon, wie du so aussiehst. ja, wir hatten ja noch den Schlüssel quasi letztendlich, um jetzt links in die Tür reinzugehen, ne? Ah ja. Die Frage ist jetzt, was ist da oben für ein Symbol zu sehen? Eine Meerjungfrau? Okay, dann ist das... Nee, Heisenberg ist es nicht, dann ist es dieser Moreau. Moreau? Moreau? Keine Ahnung. Büro? Möhre? Die
Möhre. Let's check this out. Ah, hier geht's. Ah, das ist so, die Windmühle. Windmühle. Das ist unser Ziel. Okay. Also hier waren wir ja auch. Ganz am Anfang. Da wurden wir von den Werwölfen gejagt. Habe ich ja ganz. Oppa. Oh! Was ist denn? Hallo! Alter! Was ist das denn? Alter. Der war jetzt aber. Der kam unerwartet. Was war das denn bitte? Der kam unerwartet. Was haben wir hier? Ich bin schwer verletzt. Oh, lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn da draußen auf und ab gehen. Er hat mich mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein Feierhund. Wenn ich zu einer alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann nicht beschützen. Es ist nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Ach, guck mal hier, das ist ihr Mann. Das ist ihr Mann, ihr Vermisster. Du erinnerst dich? Stimmt, ja. Ah. Hat er denn noch was liegen lassen, außer die Notiz? Außer literweise Blut? Gott, das Pferd. Das arme Pferd. Ja, den Ding. Können wir hier hoch? Ja, stimmt, oben war ja der Glockenturm, wa? Das Getürm? Aber, ja, aber findet man da jetzt was? Wo ist er? Das Problem ist aber, ne, er hat schon gesagt, so normale Kugeln können ihn nichts anhaben. Ach, ja, was müssen wir denn mit ihm machen? Halt in Sneak-mäßig schon wieder an ihm vorbeilaufen, oder? Ich denke, Konfrontation sollte jetzt nicht unser Ziel sein. Ja, wir haben auch zu wenig Munition dafür, wir haben nur 11 Schuss insgesamt. Ja, vor allen Dingen, Sniper wird nicht helfen, genau wie alle anderen Waffen. Scheiße. Ja, warte mal, wo wollen wir denn hin? Wir müssen... Hier können wir nochmal hin, zum Schatz. Ansonsten hätte ich keinen Schimmer, wo wir sonst hin könnten. Genau da, wo du gerade runtergegangen bist. Geh mal runter. Also hier, meinst du? Da ist der Durchgang, genau. Da müssen wir irgendwie vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob wir über den Fluss kommen oder durchs Flussbett müssen. Ja, ich würde es mal probieren. Ja, schön ist, dass er genau da gerade langläuft. Absolut. Ja. Kannst du mal mit dem Sniper die Lage vorne sondieren, ob man da irgendwie vorbeikommen könnte? Ja, da ist ein Loch im Zaun. Da könnte man durch. Und dann hört es aber auch schon wieder auf, leider. Weil hier haben wir dann den Strohballen und hier ist der Zaun. Der Zaun sieht aber nicht aus, als ob wir den kaputt machen könnten. Ich würde mal sagen, komm, lass uns mal vielleicht probieren, dahin zu schleichen. Ja. Also wir haben gar keine andere Wahl irgendwie. Was ist denn das für ein Vieh, bitte, ey? Ja gut, dann... Na, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Leiter nehmen, aber gut. Aber wir haben jetzt keinen Damage genommen, oder? Nö. Reagiert er auf Lärm? Er reagiert auf jeden Fall auf mich. Warte mal, wenn ich jetzt... Okay, komm. Wir laufen. Mal gucken, ob wir schneller sind. Ich glaube zwar nicht dran, aber okay. Run, boy, run. Da-da-da-da-da-da. Run, boy, run. Das sieht ganz gut aus. Benny. Oh, scheiße. Ich wollte schnell F drücken. Lass mich doch hier. Ah, das ist keine stabile Substanz. Okay, warte. Ich muss mal ganz kurz irgendwo mich rein verdünnisieren, wo er mich nicht kriegt. Wie hier zum Beispiel. Hier ist schon besetzt. Nix besetzt. So, weil es sieht nämlich aus, als ob wir... Kommt der von oben? Nee. Wir gucken mal nochmal ganz... Scheiße! Damn, das ist ein Agro-Vieh. Okay. Wir gucken mal ganz kurz, weil wir haben doch noch... Haben wir nicht. Scheibengläser. Ich dachte, wir hätten noch Rohrbomben. Rohrbomben, oh.
Können wir Rohrbomben herstellen? Ja. Eine. So, warte mal, wie könnt ihr denn... Na, machen wir mal vorsichtshalber zwei. So, denn, Rohrbombe, da ist sie. Die werden wir jetzt ausrüsten. Aber ich würde gerne wissen, wo der jetzt hin ist. Hallo? Bist du vor der Tür? Das ist auf jeden Fall unmittelbar in der Nähe. Ja, ich würde gerne wissen, wo er sich verdünnisiert hat. Da hinten ist er. Ich sehe ihn durch die Fässer durch. Ja. So, wenn er jetzt Richtung Turm wieder gehen würde, würde ich mich darüber sehr freuen. Hallo? Wir probieren jetzt mal sneaky. Ohne zu rennen. Einfach in der Hoffnung, dass er uns wirklich nicht hört. So, und hier heißt es ja, hier hieß es ja. Hallo? Hieß es nicht hier, dass es hier irgendwie. Warte mal, wir probieren es einfach mal. Nice. Das hat funktioniert. Schau mal, ob er dir jetzt hinterherkommen könnte. Ich hoffe nicht. Okay, ja, ich glaube, er ist nur auf das Dorf begrenzt. Okay. Und da sind wir schon bei der Windmühle. Okay. Also hier muss ich wahrscheinlich noch eine Rohrbombe hinschmeißen, damit wir an die Leiter kommen. Haben wir denn nicht irgendwas anderes, was Feuer macht? Die haben keine Fackeln, nicht wahr? Nee. Guck mal, hier ist ein Schweinchen. Weil du musst ja... Ach, verdammt, ey, jetzt muss man echt... Ich hätte gern den Granatwerfer gefunden. Dann kannst du benutzt mal kurz das Messer. Einfach mal nur auf doof. Vielleicht funktioniert es ja schon mal mit dem Messer. Scheint nicht so. Also ich kann ja mal. Ah! Draufschießen hätte es auch getan. Okay. Ja, die Leiter funktioniert ja top. Das funktioniert nicht, okay. Hochklettern. Jetzt kann er springen, ja? Jetzt kann er, ne? Jetzt. Jetzt auf einmal geht's. Es ist. Muss wollen. So, okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Wild. Eigentlich? Ach man, die armen Schweinchens. Ja, ja. Mit uns auch leid. Oh, Gott. Ja, ich hätte gedacht, dass der Kopfschuss ein bisschen besser wäre, aber gut. Liebe Zuschauer, bitte seht uns nach. Irgendwie, es ist leider vom Spiel so forciert, irgendwie, dass du weiterkommst, indem du Fleisch abgibst. Dies bekommen wir leider nur, indem wir diese armen Schweine getötet haben. Und hier haben wir den nächsten Murmelkasten. Der nächste Murmelkasten. Ja, irgendwie was, wo wir... Guck mal hier, wieder schön gelb, ne? Hier könnt die Brunnen... die Brunnengrube können wir hier nicht benutzen, ne? Nee, ne, hat ja auch einen völlig anderen... Nope. Differenzial da drin. Hör mal. Aber vielleicht finden wir ja hier in der Mühle das passende Stück. Das passende Zahnrädchen oder so. Der Mühlstein. Foto, eines seltenen Tieres. Ach, wie schön. Das Schwein. Okay. Ich wollte mir das noch in Ruhe angucken, aber gut. Kann das sein, dass wir das Schwein schon hatten? Hatten wir nicht schon so ein weißes Schwein mal gefunden? Glaube ja. Dreh, stopp, dreh dich mal kurz um, bitte, Benni. Da war ein Schild oben. Aufzug zum Stausee. Okay, gut. Okay. Jetzt geht's. Ach, wie ich diese Wände liebe. Ja, it's going downtown. Okay. Lass uns gucken. Vor allem bin ich auch wieder gespannt. Ja, wenn es jetzt wieder ein neues Haus ist, was uns jetzt für Gegnertypen entgegenkommen und es geht immer noch weiter hinab. Das ist ja mal. Okay. Jetzt kommt Überraschung, Überraschung. Lukas! Nee. Das sieht ja mal gar nicht unheimlich aus. Ja, doch wieder sehr verschachtelt alles, ne? Ah, okay, ein Minenstollen soll das sein. Okay, hier kommen wir nicht durch. Jetzt könnten wir dem Minenstollen folgen oder da vorne nochmal langlaufen.
Im und Ganzen kann man sagen, ist das ein ganz schön nasser Keller, wenn ich mir so die Wände angucke. Wer hat denn hier sein Müll hingeschmissen? Schau doch mal. Und ich muss immer noch wieder betonen, ey, wie geil ist diese Grafik bitte. Boah, das sieht ja fast aus wie eine Tech-Demo. Oh. Kann es wirklich... Da ist Moreau. Und er guckt sein Lieblingsprogramm. Ein RTL. Das wird er nicht. Als ob ihm das nicht auffällt. Klar. Ja, er guckt definitiv RTL. Mutter Miranda, ich würde alles für dich tun. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage. Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Das ist so lustig. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Ha. Sind die nicht durch? Okay. Nee, ich kann hier wirklich nicht durch. Schade. Wir sind festgeschleimt. Ja, tatsächlich hat er sowas, Gollums Mergel. Artiges an sich irgendwie, ne? So zwiegespaltenes. Lass es dir nicht. Ein bisschen doch dümmlich jetzt. Was du bettelst. Kann ich hier irgendwas machen? Kannst du irgendwas mit dem Messer klein schlagen irgendwie? Das Holz vielleicht? Nee. Okay, jetzt mal ganz blöde. Kannst du unten eventuell diesen Glasbehälter wieder unten durchschieben? Na, ich kann ja nichts. Wird mir ja nichts angezeigt, dass ich da was hinlegen könnte. Okay. Über uns irgendetwas? Na, die Lampe. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Sind wir jetzt hier gefangen? Kann es ja jetzt nicht sein. Ja, wahrscheinlich kann ich irgendwas. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ey, warum kann ich denn jetzt. Okay, warum auch immer. Warte. Geh nicht. Okay. Doch. Nein. Okay, alles klar. Ich will mal ein bisschen schneller laufen. Dieser Eingang war doch zu, oder? Ja, das wie komme ich hier raus? Ah. Okay, da hat er alle zugeschnoddert. Zugeschnoddert ist auch schön. Naja. Ah, guck mal, hier kommen wir nach oben. Jetzt ist die Frage, wollen wir raus oder wollen wir nach oben? Mal wieder mein Trigger-Happy-Finger. Hier gibt es noch Munition. Ja, ich würde sagen, wir gucken es uns einfach an, alles irgendwie. Was, also. Na gut. Hier ist wieder blind geraten. Ne? Kann ich jetzt. Warte mal, F untersuchen? Sieht aber richtig aus. Ah. Aber exakt so gefallen, dass man rüberlaufen kann. Perfekt. So. Oh, schön Wasser. Ach, die kann ich jetzt kaputt machen, okay. Okay. Hm.
Werwölfe, ne? Ja. Aha. Ja, das sieht doch wieder nach Bodengras aus. Reicht anscheinend, wenn man die mit der Schnipper einfach nur trifft. Naja, wir hatten sie letztes Mal nochmal gepimpt. Vielleicht reicht das jetzt schon aus, wie eine normalen Lykaner. Ja, gut, für so einen richtig bösen wahrscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr viel Bootsschlüssel. Ah. Wie zum Beispiel er hier. Wie er zum Beispiel. Shit, ich habe echt recht wenig Muni. Du hast dann noch eine Rohrbombe, ne? Ja. Wow! Oh, ja, okay, er ist drin. Rohrbombe! Ja, die kriege ich nicht so schnell ausgewählt. Out of ammo. Okay. Ich bin auch auf den sechster Schuss gewesen. Was für eine Richtung komme ich da noch rum? Ich nur einer. Sehe. Oh, drei. Wow. Nein. Okay, der tobt dann. Ja. Ja, wärst du mal nicht rausgekommen. Tja. Mal in der Bude geblieben. Hat er uns dafür irgendwas hier schönes freigeschlagen? Nee, hat er nicht. Aber wir können jetzt eine Bootstour machen. Guck mal, wir haben jetzt einen Schlüssel zum Bootshaus. Nice. Ich würde mich aber eigentlich jetzt so ab und zu mal über ein bisschen Munition freuen, Freunde. So, da würde ich jetzt. Da hätte ich Spaß dran. Also wieder rinnen in den Stollen und Treppe runter. Achso, meinst du, das war jetzt einfach nur erstmal so. Um den Schlüssel zu bekommen. Den mussten wir wahrscheinlich hierher. Na, dann müssen wir wahrscheinlich hier hinten raus. Hier ist schon wieder ein Grabstein. Hm. Hier sind die Graber. Oh, da wurde eine Zitrone geopfert. Hm. Ist aber auch in dieser Ecke eine seltene Frucht. Da fragt mich, wie kommt hier eine Zitrone her? Also hier kommt doch nicht irgendwie mal der Fruchtexpress vorbei. Gab es schon immer so viele Windmühlen hier hinten? Das ist, Oh, oben auf dem Dach. Okay, drei Headshots. Schuss. Drei Headshots ist aber auch wirklich heftig irgendwie. Also wir reden hier von Kopfschüssen. Ja, ne? Das ist. Das ist doch völlig unrealistisch, das Spiel. Das ist doch totaler Quatsch. Na, sag mal, drei Kopfschüsse. Oh ja, hier war zum Lasen. Zum Lasen? Aber dann noch was anderes, außer zum Lasen? Nee, dann müssen wir erstmal lasen. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot. Also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Oh. Yay! Na dann. So, war nicht der riesige Fisch? Auf geht's! Scheiße. Und war nicht dieser der riesige Fisch extra hier für unser, na, für unser Rezept? Gab's doch auch so ein Special-Fisch. Ach so, saftigen Fisch? Ja, ja, irgendwie so ist es. Ich glaub, okay. Kann sein. Und hier ist the boat.
Womit wir schippern können wahrscheinlich. Motor starten. Das ist halt die Frage, können wir das Boot selber steuern? Oder werden wir denn einfach, triggert das einfach bloß eine Sequenz, dass wir losfahren? Lass aus. Das wäre mal interessant jetzt. Ah, ja, ich kann es selbst steuern. Auf. Auf, auf. Aber warum komme ich nicht hin? Also. Kann ich jetzt hier eigentlich aussteigen und schwimmen? Ja, wer will denn das? Guck dir mal das Wasser an, was das für ein Brackwasser ist. Stausee. Voll das Brackewasser. Grüße, Mario! Okay. Das ist ja mal ein Staudamm. Okay. Wow. Oh, okay. Was war das? Okay. Ja, also dann, ja, ich auf jeden Fall ganz schön heftige Resident Evil 4 Flashbacks gerade. Also die Steuerung lässt sich aber ganz schön hart zu wünschen übrig. Ja, ist sie so flickerig an der Wett? Ja. Ja, und Open World ist anders. Da vorne ist doch eigentlich... Ey, du bist ja so schnell gedreht hier. Boah. Okay. Nur tippeln, merken, nicht gedrückt halten. Okay, also ich kann wirklich nur bis dahin und dann war es das. Gut. Also ich kann nicht währenddessen irgendwie aussteigen und fischen. So richtig. So die Angel einfach raushauen. So, ne? Und viel, viel entscheidender, nicht schießen. Ja. Was? Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan. Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott, Mutter, warum? Warum? Okay. Oh, ja, okay. Ach, du ich Scheiße. Bin weg. Nee, ich brauch festes Land. So, hier, da, ja, sowas.
Bloß weg vom Steg, ey. Alter. Okay, der hat das Ding mal komplett weggefetzt. Okay. Oh, okay, jetzt haben wir wieder auf Chris getroffen. Chris Redfield? Ja, der ist echt suspekt in diesem Teil, ne? Irgendwie. Also man könnte schon fast sagen, ein Arschloch. Also, ne? Was jetzt? Moreaus Klinik. Das ist auch alles ja, also das. Ja, voll von Pein gebeutelter Typ, ey. Also der muss anscheinend nur Schmerzen haben. Er tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen. Also dieser Moreau.